Amerikanische Soldaten in Litauen. Ihre Präsenz hier soll ein Zeichen setzen, dass die NATO kämpfen wird, sollte Russland Staaten des Bündnisses angreifen. Doch nur Symbole Stärke zeigen, ist aus Sicht Litauens mittlerweile zu wenig. Eindringliche Worte dazu heute vom Präsidenten des Landes an den US-Außenminister und das in aller Öffentlichkeit. Putin wird nicht in der Ukraine aufhören, wenn er nicht gestoppt wird. Es ist unsere gemeinsame Pflicht, den heldenhaften Ukrainern zu helfen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und damit meine ich wirklich mit allen Mitteln, wenn wir einen dritten Weltkrieg verhindern wollen. Ein Mittel, das wohl nicht hilft, ist der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Auf Antrag der Ukraine heute Anhörung zu dem russischen Angriff, allerdings ohne Vertreter Moskaus. Dass die russischen Stühle leer sind, sagt alles. Russland ist nicht hier in einem Haus des Gesetzes, sie sind auf dem Schlachtfeld. Mit finanziellen Waffen will die EU Putin treffen, und zwar bei den Energielieferungen. Sie kündigt für morgen Vorschläge an. Wir müssen raus aus der Abhängigkeit von Russlands Gas, Öl und Kohle. Derweil versucht die Türkei, eine diplomatische Lösung zu finden. Das Land wird am Donnerstag Gastgeber sein eines Treffens der Außenminister aus Russland und der Ukraine.